Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben ja so ein bisschen was geschafft, zumindest langsam. Unser Flaggschiff ist auf dem Weg hierher, um die letzten Zutaten zu holen. Für drüben. Damit wir da die Öl aufbauen können. Hier liegen das Schiff war ihr Sarg. Gut, mit der haben wir gerade einen Waffenstillstand. Ich hoffe, dass ich bei ihr auch noch mit Friedenvertrag ankomme, wie bei ihm auch. Ich werde noch einmal reingucken in die Diplomatie. Bei ihm ist ja eigentlich alles okay. Ich hoffe, da gibt es keinen weiteren Ärger oder so. Oder es bleibt so. Einschmeicheln, wahrscheinlich. Aufgabe suchen, man kann sogar bei dem Quest machen, wahrscheinlich. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Den wollen wir ja natürlich etwas bei Laune halten. Dann gucken wir hier nochmal nach. Handelsrechte leicht erhöht. Gut, das reicht noch nicht. Das gleiche möchte ich aber auch gerne bei ihr. Magugien. Einschmeicheln leicht erhöht. Beleidigen, ja gut, das will ich nicht. Geschenk anbieten erhöht. Das reicht noch nicht, das reicht noch nicht. Aber das kriegen wir schon noch höher. Ich will jetzt einmal kurz drüben gucken, ob noch was anderes fehlt als nur Eisenträger. Weil, sonst kann ich das ja gleich mitbringen, ne? So bringt das ja nichts. Auf jeden Fall, gut, Ziegel haben wir ja genug. Ansonsten brauchen wir noch Holz, das haben wir ja auch genug. Ansonsten Eisenträger, aber jede Menge, wie es aussieht. Und für die Schienen brauchen wir, glaube ich, auch nur Eisenträger, oder? Ich gucke vorsichtshalb mal nach. Ja, gut, und Holz, das haben wir aber genug. Alles klar, dann brauche ich nichts anderes mehr mitbringen, das wollte ich nur sicher sein. Das hat aber Zeit, unser Flaggschiff muss ja erstmal hier ankommen, dann müssen wir es wieder zurückschicken und das dauert alles. Alles kein Problem, ansonsten lüftert. So lange kommen wir hier schon hin mit dem Öl. Was ist denn mit dem da los? Wodurch bist du denn überlastet? Sieht aus, da kommt jemand. Den habe ich gleich angeklickt, den habe ich angeklickt. Der ist überlastet, warum? Na hier, nehmen wir mal eine Höhe. Den schaffen wir es mal. So, und ich möchte jetzt gerne mal, damit wir das ganze Geraffel hier runterkriegen, Stück für Stück ein bisschen optimieren. Da muss ich mal gucken. Und ich will auch gleichzeitig versuchen, ein bisschen die Kosten zu minimieren mit Items und so weiter und so fort. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Weil, womit fange ich an? Am besten mit der Schweinezucht. Guck mal nochmal, das ist eine Bäckerei. Das hier ist eine Schweinezucht. Ja. Es mangelt an Arbeitskraft. Jo, das habe ich mir fast vermutet. Verdammt, das habe ich vergessen, ne? Warte mal, das war drüben die neue Insel wegen dem Öl, ne? Ja, das ist wegen dem Öl hier. Das habe ich auch fast vergessen. Okay, warte mal, ich muss mich erstmal hier drum kümmern. Und den haben wir zwar auch nicht mehr genug, aber ich muss mal gleich gucken. Die Schweinezucht auf einer anderen Insel. Ich weiß gar nicht, ob ich die überall aufbauen kann. Das werden wir gleich sehen. Wir forsten einmal kurz die ein bisschen auf. So, wir machen die Reihe mit. Bauen dann einfach noch ein paar neue, dann passt das. So, Journalendo House. Oder ich nenne es einfach Jalapendo. Passt irgendwie besser. Ja, ich darf hier natürlich nicht in den Holzfällerbereich reinkommen. Ein bisschen aufpassen. Zumindest eine Reihe kriegen wir hier noch hin. Ja, auch wenn ich dann Weg runterbaue. So. Reicht das erstmal wahrscheinlich nicht. Wenn wir mal sehen, da kommen wir auch noch vorbei. Wunderbar. Und hier brauchen wir eigentlich nicht. Da ist der Holzfäller im Weg. Hier oben kann ich noch ein bisschen hinzimmern. Okay. Ist nicht so viel Platz hier, wie ich gerne hätte, ehrlich gesagt. Da wollen wir noch einen hin. Da passt keiner. Hier will ich noch gerne einen Weg zwischen haben. So. Zumindest so. Und hier auch nochmal. Damit es ein bisschen passt. Sollte reichen. Wege natürlich zwischen. Sonst haben wir hier gleich ein Problem. So, kriegen wir hier noch vorbei. Ja, sehr schön. Dann lassen wir so, so ein bisschen Platz für Deko. Der braucht jetzt nun keinen extra Weg. Sollte reichen. Die sind ja noch gar nicht alle aufgestuft. So stolz war ich schon lange nicht mehr. Ja, so ist das. So bin ich zu euch. So bin ich zu euch. Gut, ich denke mal, das wird reichen. Das dauert ja eine Weile. Bis das hier alles hochkommt. Dann gehen wir rüber. Unser Flaggschiff wird da schon irgendwann ankommen. Das dauert ja, mein Geschmack, doch schon sehr, sehr lange. Aber macht das Ganze auch realistischer, ne? Also, in Wirklichkeit dauert das ja auch. Das ist nicht das Flaggschiff, ne? Nein. So, Schweinezucht hat, glaube ich, keine extra Fruchtbarkeit oder so, ne? Ich glaube nicht. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Vegan. Wie geht's? Schweinezucht, ja, das ist das. Und dafür brauchen wir die Metzgerei. Wie viele haben wir davon? Kann man irgendwo nachgucken, wie viel wir davon auf der Insel haben? Effekte, Unterhaltskosten. Ja, ja, das kriegen wir alles hin. Wir haben hier, glaube ich, eine Handelskammer, oder? Du hast einen Marktplatz. Das ist, glaube ich, eine Handelskammer. Das ist auch ein Marktplatz. Also Lagerhaus. Ich weiß keine Ahnung, warum ich da immer Marktplatz so sage. Lagerhaus. Ich meine, ich hatte mal irgendwo eine, aber das muss hier auf jeden Fall weg. Brauerei. Kann bloß nicht alles auf einmal wegreißen. Ich
Wo ist denn das eine, ne? Ne, haben wir aber nur hier. Okay. Achso, das ist der Silo-Effekt. Alles klar. Unterhaltskosten minus 3%? Aber wo kommt denn der Effekt her, wenn ich da nur für die Lebenbrennerei da drin habe? Ein Feuer ist ausgebrochen. Eyo, Moment. Eine andere Handelskammer sehe ich hier nicht, ehrlich gesagt. Ist jetzt auch wurscht. Wo brennt's denn? Wo brennt's denn? Ich schon wieder hier oben. Feurio, Feurio. Ist hier überhaupt eine Feuerwehr? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Nö. Da ist ja jetzt eine. Okay, das ist Feuer in der Eisenmine. Was habt ihr denn gemacht, Mate? Zu viele Funken geschlagen? So, auf jeden Fall haben wir hier auch. Vasenmeister, okay, das ist meine Seifenproduktion. Eins nach dem anderen. Und das hier ist definitiv Metzgerei, Metzgerei. Das hier auch Metzgerei. Ja. 4 Stück habe ich davon, wenn ich es richtig sehe. Ich wünschte aber, man könnte das nachgucken. Ja, und das reicht aus? Attraktivität, ja, ich weiß. Aber der Gemeinschaft. Man sieht nirgends, so wie viele man davon auf der Insel hat, ne? Vielleicht in der Statistik oder so. Mal gucken. Versorgung. Potenziell 4 von 4. Nachfrage 5 von 5. Das reicht nicht mal. Aber heißt das 4 von 4, dass ich davon 4 auf der Insel habe? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das kann man aber auch anders nachgucken. Warte mal. Das müsste bei dann sein. Wurscht. Auf dieser Insel 6, okay. Und davon 4, alles klar. Und das war 1-1, ne? Eine Minute, eine Minute. Das möchte ich gehen auf eine andere Insel, dass ich es hier runterkriege. Dann kann ich aber auch gleich einen mehr bauen. Weil die Wurst scheint nicht zu reichen, wie es aussieht. Gucken wir mal kurz nach Wurscht. Wurst, Wurst, Wurst. Da ist ein Wurst. Wurst ist aber sehr eng. Okay. Aber bevor ich das jetzt mache, ehrlich gesagt will ich hier nicht meine ganzen Insel voll klatschen. Das ist ja sowieso meine Hauptinsel. Sondern. Ich will eigentlich eine neue Insel, wenn ich ehrlich bin. Da aber diesmal keine Bewohner hin, sondern versuchen das mit diesem Pendlerkai. Ich weiß nicht, ob das klappt. Lass ich mal so ein bisschen, aber neue Insel ist so eine Sache, ne? Hier ist ja schon ein bisschen Trauben, Jagdgründe und so weiter, aber die ist so klein, ne? Wie sieht es denn mit der da aus? Kartoffeln, Weizen, ist das Kautschuk? Ne, Salpeter und Trauben. Die wäre hier schon besser, ne? Ehrlich gesagt. Okay. Eins nach dem anderen. Ich habe ja noch euer Kriegsschiff über, das wollt ihr ja nicht auf Expedition schicken. Da ich momentan Frieden habe, hat das ja keine Eile. Ich brauche einen Clipper und ein Kriegsschiff, kann aber den Clipper gleich schon mal losschicken. Supreme Commander! Wegen dem ganzen Schiff, oder was? Okay. Angriffsgeschwindigkeit plus 17%. Na, das ist nochmal nice. Dann werde ich wahrscheinlich 5 Stück davon rüberbauen auf die andere Insel. Ich will nochmal was gucken. Ich glaube, das war bei Ingenieure. Dieser Sie haben Pendler an Einfluss gewonnen. Das ist gut, das ist gut. Ja, dieser Pendlerkai. Ermöglicht den Austausch von Arbeitskraft zwischen 2 oder mehr Inseln. Gelöscht. Lest du mal. Erfordert ein freies Küstenstück. Unterhaltskosten 1000. Gut, das Ding ist schweineteuer. Aber müsste das nicht möglich sein? Wenn ich den hier irgendwo hinzimmer, hier müsste er doch passen, ne? Hier so direkt neben. Na gut, direkt neben passen nicht, aber so würde er passen. Da muss natürlich ein Weg ran. Gut, das kann sein, dass ich gleich ein bisschen ins Minus rutsche. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön, ein bisschen ins Minus rutsche, aber ist jetzt nicht so der Weltuntergang? Ich lotse sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Okay, Inseln mit Pendlerhäfen können ihre Arbeitskräfte mit anderen Inseln teilen. Errichten Sie einen Pendlerhafen von einer anderen Insel, um Arbeitskräfte mit dieser Insel zu teilen. Alles klar. Dann müsste ich auf der anderen Insel später auch noch einbauen. Ja, ich werde definitiv erstmal ins Minus rutschen. So, das Ding ist wieder da. Das Ding müssen wir gleich wieder losschicken. Erwartet Anweisungen. Aber allerdings, was war das jetzt? Was fehlte? Eisenträger, ne? Also Stallträger. Boah, den bringt gleich mal einen ganzen Schwung rüber. Das brauchen wir. Und den gleich wieder hier, neue Welt. Hier, noch Orislava. Genau. Dann fahr gleich wieder los. So, warte mal, da wir gleich ins Minus rutschen, muss ich mal so ein bisschen den Verkauf durchschicken. Haben wir irgendwas im Überfluss, was verkaufen können? Wurst definitiv nicht. Schweine haben wir im Überfluss noch, aber das soll hier eh runter. Das will ich jetzt nicht verkaufen. Weizen soll hier runter. Brot
haben wir im Moment nicht so viel, will ich nicht verkaufen. Stahl brauche ich auch noch in Massen. Und Kanonen werden verkauft, aber wir halten ja einen gewissen Punkt. Das geht. Seife wird verkauft, Bier wird verkauft. Glas, und das will ich alles gar nicht verkaufen. Paprika und Rindfleisch habe ich nicht in Massen. Rum aktuell auch, aber Rum will ich auch nicht verkaufen. Okay, ich habe im Moment nicht viel, was ich verkaufen könnte. Außer vielleicht einen kleinen Überschuss an Brillen. Allerdings, die dürfen auch Geld bringen. Möchte ich schon ungefähr die Hälfte davon behalten. Das heißt, er verkauft jetzt sowieso nicht, weil er noch unter der Hälfte ist. Mal gucken. Vielleicht kriege ich es so hin. Dann werde ich wahrscheinlich hier mehr Leute brauchen. Wenn es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich verurteile Sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe. Eine Geleitschutzaufgabe. Eigentlich wollte ich es zur Expedition schicken, aber... Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Auch erstmal unser Kriegsschiff nehmen. Okay, warte mal. Ich muss aber einmal kurz... Jo. Das Gesetz ist heute auf Ihrer Seite. Jojo, geht sofort los. Ich will nur einmal kurz das hier runterladen, bitteschön. Die anderen können drauf bleiben. Zu welchem Schiff soll ich mich denn nähern, mein Freund? Da. Kurs setzen! So, den muss er ja erstmal hinschieben. Eins nach dem anderen, das kriegen wir schon hin. Damit ich das hier jetzt einbiesle, dann schicken wir ihn danach immer auf Expedition. Handelsschiff Bauder, wir holen uns die Insel hier oben. Da bauen wir dann eine neue Schweinezucht auf und... so einen neuen Pendlerkai, was uns definitiv erstmal ins Minus hauen wird. Aber es geht aktuell nicht anders. Denn, mal gucken, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ob ich da dann irgendwie was rüberkriege? Ob ich einen bestimmen kann, wie viele rübergehen oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich will halt das Gewusel hier runter haben. Damit ich das nach und nach auf anderen Inseln aufbauen kann, ohne dass ich da auch wieder eine Bevölkerung aufbauen muss. Das muss doch möglich sein, oder? Dann kann man das vielleicht auch auf anderen Inseln optimieren. Da will ich mal was googeln. Habe ich vielleicht zufällig ein Item für die Handwerkskammer für Schweinezucht oder sowas? Karte der versunkenen Stadt, dynamischer Lautsprecher, das ist das alles nicht. Das ist, wenn schon, erst sowas oder so, ne? Oder? Kupferdistille, Produktivität plus 30%, Brandgefahr plus 40%. Das will ich ja gar nicht. Hafenmeusterei, beeinflusst Besucherhäfen. Okay. Naja, Unterhaltskosten minus 25, Attraktivität plus 15. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Hafenmeuserei. Hatte ich die nicht irgendwo? Ich meine es. Exportbüro? Anlegestelle? Wo ist denn meine Hafenmeuserei? Stimmt, eins von denen da, ne? Depot. Ladekoi. Depot. Reparaturkron. Hafenmeuserei. Kann ich aber keine Items reinmachen oder so? Ach, die ist schon voll besetzt. Alles klar, gut. Gut, den gucken wir hier mal weiter. Rathaus, okay. Rathaus, Hafenmeuserei, da haben wir schon geguckt. Rathaus, Handelskammer. Beeinflusst Schnapsbrennerei und Brauerei, das bringt mir aktuell nichts. Und hier, beeinflusst Fensterfabrik, okay. Und hier, verwendbar am Rathaus, alles klar. Rathaus, Hafenmeuserei, Handelskammer, Einfluss Metzgerei. Okay, Arbeitskräfte erforderlich, minus 20%. Das Ding werde ich gleich mitnehmen, den Metzger. Das ist wieder Rathaus. Und hier, Einfluss Tierhöfe. Tierhöfe, zählen dazu auch die Schweinehöfe? Wahrscheinlich, ne? Produktivität plus 10%. Man kann es ja ausprobieren, die zwei werde ich gleich mitnehmen. Gut, vom Stapel gelaufen. Sehr schön, wo ist er? Da. Erwarten neue Horizonte. So, vor einmal hin, mein Freund. Und ist der andere da schon angekommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Na, ich hoffe, ich schaffe das zeulig. Könnte eine Weile dauern, bis der Schiff da ankommt. So, erstmal müssen wir uns hier die Insel holen. Das Heus. Die Items nehme ich gleich mit. Wir brauchen ja erstmal... ich glaube, Holz auf jeden Fall. Weiß es gar nicht genau. Ziegel jetzt nicht unbedingt, aber das brauchen wir zum Bauen eh. Und erstmal... Diener, ne? Gut, davon haben wir jetzt nicht allzu viele. Erstmal holen wir uns die Insel. Den Rest holen wir dann gleich. Dim, di, dip, di. So, die Insel... ja gut, die Insel ist ein bisschen blöd gebaut, ehrlich gesagt. Aber...
Flori erstmal hier. Mal gucken. Dann haben wir es nicht allzu weit mit fahren, glaube ich. Ist auch nicht allzu weit weg von mir. Steuermann. Schicken die steife Brise da erstmal hin. Die Welt da draußen ist genauso schrecklich wie die hinter Gittern. Jo, mein Schiff ist da. Sehr schön. Annehmen. Achtung, Admiral anwesend. So, du sollst den begleiten. Ich weiß auch gar nicht, wo er hin will. Aber sollte machbar sein. Hoffe ich zumindest, der fährt gegen den Wind. Das ist nicht so gut. Okay, zum Glück habe ich ein Kriegsschiff losgeschickt. So geht das dann nie gut. Mein Schiff ist viel zu langsam. Weil der sucht gerade das Void und mein Schiff kommt nicht hinterher. Da ist der zweite aufgeploppt. Okay, das... Ich hätte vielleicht auch Dampfschiffe losschicken sollen oder so. Ja, mein Schiff kommt auch nicht hinterher. Okay, das hätte auch mal sagen müssen, Mensch. Ich meine, gut, das ist nur der Händler, der ist egal, aber... Dass er damit zum Dampfschiff losschibbert, das kann ich ja nicht wissen, Mensch. Vor allen Dingen, weil mein Schiff gegen den Wind fährt, ne? Aber volle Kanne. Okay. Sein Hafen hat anscheinend drauf geschossen. Warum auch immer. Aber ob das klappt, zumindest näht sich mein Schiff jetzt langsamer wieder. Der Wind scheint ein bisschen gedreht zu haben. Sehr schön, sehr schön. Den gucken wir mal. Ich mache gleich weiter mit der Insel da oben. Ich will nur kurz gucken, ob das hier klappt. Ich vermute mal, der fährt aus der Karte raus. Er hat mir gerade bestimmt unbewusst geholfen. Das war keine Absicht. Feste Vernunft ist bei ihm. Okay. Die Piraten dürften mich eigentlich aktuell nicht attackieren. Ich hoffe nur, dass sich jetzt keiner in der Zwischenzeit auf die andere Insel... Auf einer ihrer Routen gibt es ein Problem. What? Gucken wir gleich. Ja, weil Stall voll ist, Mensch. Da gibt es Schlimmeres. Und deswegen quarkst du mit rum? Glaub mir, das wird sich noch ändern. Ich will doch nur... Ja, ich glaube, der fährt hier aus der Karte raus. Oder er fährt zum Händler. Das wäre auch möglich. Aber ich glaube, wenn der andere da nicht drauf geschossen hätte, dann wäre das hier geschleudert. Nö, fährt nicht zum Händler, oder? Alles doch. Scheint in Ordnung zu sein. Alles klar. Die Quest ist geschafft. Dann haben wir wieder eine normale Geschwindigkeit. Ich habe mal Rabauke bekommen. Rabauke ist für die Hafenmeuserei. Hafenattraktivität plus 10%. Okay. Vom Stapel gelaufen. Dort ist mein Kriegsschiff, was das andere da begleiten sind soll. Unterwegs. Die Makrele. Die Makrele soll sowieso für den da. Kann ich da schon mal hinschieben. Gemeinsam triumphieren wir. So, hier kannst du schon mal das Konto bauen. Konto bauen, geht nicht. Fehlende Baumaterial, da braucht man Ruhm für. Echt jetzt? Seit wann braucht man Ruhm, um Konto zu bauen? Und ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden habe, wie man den Ruhm hochkriegt. So, warte mal. Propaganda. Expansion. Effekte. Arbeitskräfte der Insel plus 50%. Arbeitskräfte der Insel plus 100. Arbeitskräfte der Insel plus 200. Benötigte Investitionen. 200 Ruf. Aber so bringt mir das auch nichts, ne? Verwaltungsangestellter. Effekte. Shoot. Angriffsgeschwindigkeit plus 50. Das haben wir ja, das haben wir ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den Ruf hochkriege. Durch Handel wahrscheinlich Militär. Ach, das ist doch jetzt ein Mist. Seit wann braucht man denn Ruf um eine Insel? Wie geht das nicht? Kann das sein? Ich muss mal was gucken, dass man mit den Händlern hier handeln muss. Ich habe die gerade gepflichtet ignoriert. So, warte mal. Das kriegen wir doch hin, oder? Sieh hier. Suchst du etwas Bestimmtes? Was sind Items? Zoo. Okay, da kümmern wir auch noch drum. Erstmal. Sie kauft Pelzmäntel und keine Ahnung was. Und verkauft Schokolade, Rum und Kaffee. Alles klar.
Er handelt anscheinend mit ihr. Pelzmittel. Pelzmittel müsste ich doch nicht genug haben. Pelzmittel. Lass mal was gucken. Sie sucht auf jeden Fall Pelzmittel. Okay, ich muss auf jeden Fall den Ruf hochkriegen. Das wusste ich nicht. Wir wollen alle einen Anteil haben. Was ist falsch daran? Naja, so viel Pelzmittel habe ich ja nun auch nicht, ne? So, warte mal. Ich sollte ja schon Mindestlagerbestand einstellen. Pelzmittel werden wir definitiv auch noch erhöhen. Das kommt, weil das dann nicht optimiert ist wegen dem Strom und blablabla. Vielleicht kriege ich ja so den Handel hoch. So, das andere lasse ich erstmal da hinten stehen. Dann brauche ich aber noch einmal ein Schiff. Dann bauen wir nochmal an. Das kommt, weil die Ruf brauchen, ne? Warte mal. Ja. Ich habe aber auch nicht aktuell nicht wirklich ein Schiff frei. Na gut, ich muss es bauen. Alles klar, aber was braucht denn hier noch alles Ruf? Aber ich denke mal, ich werde später auch ein paar Fische... Schiffe frei haben, denke ich mal. Gut, nicht so einfach wie gedacht. Ruf kriege ich nicht so ohne weiteres hoch. Noch ist dies nicht die perfekte Formel für ein erfülltes Leben. Na, ich bin noch da dran, Leute. Ich bin noch da dran. Kautschuk drüben habe ich schon angebaut. Ich habe das gerade aktuell keine Schiffe dafür. Aber das kriegen wir schon hin. Sobald mein Kriegsschiff wieder da ist, geht das auf Expedition. Mit ihr ist erstmal gut. Mein Ruf ist ja übelst wenig im Moment. Jo. Ich kriege aber auch nichts Neues. Und das ist das Problem. Obwohl ich Einfluss in Bevölkerung. Also Einfluss. Obwohl er mir zeigt 375, 1545. Ja, ich habe eine Menge ausgegeben. Das habe ich ja verstanden. Aber wie kriegt man neuen Ruf? Eingesetzter Einfluss wird erstattet, wenn der aktive Zeitungseffekt endet. Alles klar. Handel. Charterrouten kostenlos. 15 von 15. Jede Kategorie besitzt ein kostenloses Kontingent. Spitzeln sich und schalten sie neue Boni frei. Einflusskosten 5. Das kostet nur. Aber wo kriege ich denn Ruf? Luftschiffe? Kostet auch. Militär? Gut, Militär kostet natürlich auch. Und das ist eine Menge. Ne? Das sind meine Schiffe. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Oh, eine Abholaufgabe, okay. Polter die Polter. Das kostet alles. Optimierung. Kosten. Handelskammer kosten also auch. Rathäuser. Hafenmeister Roy. Kostenlos verfügbar. Okay, die ist zumindest kostenlos. Rathaus habe ich aktuell nicht. Kultur ist zumindest kostenlos. Bringt aber was, sobald der fertig ist. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Und Expansionen, Inseln. Ja, die sind natürlich auch so teuer. Ah, und eine Anlegekai auch. Na gut, Militär kann ich aktuell nicht abbauen. Ich könnte erstmal Handelskammern entfernen. Das wäre was. Ich weiß gar nicht, wie viele Handelskammern ich habe, ehrlich gesagt. Aber eine ist hier. Irgendwo. Hier war irgendwo eine. Das weiß ich. Die haben wir ja schon gesehen. Da. Guck, ich habe 15 Ruf. Wenn ich die jetzt abreiß, nimm erstmal das Item raus. Geht das überhaupt? Hier. Die jetzt abreiß. Kriege ich dadurch Ruf wieder? Ja. Dann haben wir jetzt 35, ne? Die müsste ja zumindest reichen um die Insel hier. Ja. Gerade ebenso. Ei. Sehr schön. So, die Sachen hat er eingeladen. Wir brauchen aber auch noch viele andere Sachen hier. Den Fond einmal zurück, mein Freund. Okay, da muss ich mal googeln. Da muss ich mal gucken. Ich muss meinen Ruf erhöhen. Setz die Segel. Ich wusste nicht, ob dann eine Rolle spielt. Das wusste ich partout nicht. So, warte mal. Jetzt stehen hier so viele Kriegsschiffe. Was ist davon jetzt? Neue Befehle? Dann ist das alles klar. Wir laden auch mal den da aus. Machen erstmal die Abholaufgabe. Von seinem Leuchtturm abholen. Einmal dahin, Segel bitte. Setzen.
kriegen wir hin. Dort macht er aber alleine. Da muss ich nicht unbedingt beobachten. Gut, ist nicht so einfach, das Optimieren, ohne wenn ich die Handelskomma nicht bauen kann. Jetzt bin ich gerade aktuell im Minus. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen der erhöhten Kosten jetzt. Aber ich wusste nicht, dort dann alles Ruf oder Ruhm oder was das genau ist. Einfluss. Ich kriege durch die Bevölkerung 375. Durch Investoren, weil ich noch keine habe, 0, klar. Verfügbarer Einfluss 1 zu 54. Gut, ich muss die Bevölkerung aber vermutlich mal gleich eh erhöhen. Kann ich noch irgendwo was? Handelskammern habe ich immer noch 40. Wie viel brauchst du zum Pendler, Kai? Nur eins pro Insel, ja, das weiß ich. Das kann noch ohne den Einsatz von Einfluss gebaut werden, alles klar. Und was braucht der nochmal? Ja, mein Freund, du solltest es ja auch da hinten hinbauen und nicht hier. So, ja, Unterhaltskosten 1000, weiß ich. Und eh gerade minus, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Stallträger. Wir brauchen Fenster und Beton. Okay, nehme ich das Kleine mal mit. Ich will mich gucken, ob das funktioniert. Das weiß ich nicht. So, und du bist? Ihre Majestät hat... Leider weiß ich gerade gar nicht mehr. Bereit für den Einsatz. Der ist er nicht. Welches Schiff hier was ist? Ja, das erklärt so einiges. Ich glaube, das alles ist bereit. Das. Nein, das ist mein Kavallerieschiff. Ja, das andere Schiff wird hier auch gleich ankommen. Ich glaube, das ist das da. Ja, das hat keine Ahnung. Das ist die steife Brise mit ihrer Begleitung Makrele, genau. Sehr schön, sehr schön. Den schicken wir den da wieder rüber. Ah, das wird hier sehr, sehr teuer. Zum Glück haben wir 1,75 Millionen. Aber dafür reiße ich das hier ja ab. Was hoffentlich ein bisschen den Einfluss erhöht, glaube ich aber nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Stallträger. Wir brauchen auf jeden Fall Beton. Schiff vom Stapel gelaufen. Jo. Ja, das brauchen wir halt, um das später... Und Fenster brauchen wir. Wir müssen das Kautschuk ja hierher kriegen. So, Kaffee-Lüft. Ich brauche Fenster. Doch. So, den werden wir sehen. Du fährst wieder rüber. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. Die ist angekommen drüben. Das funktioniert partout nicht so, wie ich gedacht habe. So, das ist die Tapferkeit 2. Ich bin ja momentan eh im Frieden. Ich weiß zwar, dass sie keinen Begleitschutz hat, kann ich mir auch nicht leisten. Die Tapferkeit 2. Die soll das Kautschuk herholen. Das kann ich schon mal machen. So, Ruder einrichten. Handelsrouten. Das soll auf jeden Fall die Tapferkeit 2 machen. Und die soll einmal von der neuen Welt hier Kautschuk laden. Oh, hat sich ja schon gut was angesammelt in der Zwischenzeit. Sehr schön. Für ein vier Laderäume hat sie alles klar. So, und natürlich in der alten Welt hier ausladen. Aber drüben brauchen wir ja keinen Kautschuk. So, den kann sie dann schon mal machen. Die hat jetzt keine Begleitung, braucht sie im Moment auch nicht. Erwarten neue Horizonte. Ist da irgendwas nicht in Ordnung? Messing, Rindfleisch, Schnaps, Schnaps. Ich habe vergessen, auf Speichern zu drücken, ne? Also nochmal, Handelsrouten. Neue Welt. Einmal die Tapferkeit 2. Genau, hier. Einladen. Kautschuk. Alle vier Laderäume, bitte. Genau. Ich habe wahrscheinlich auf Abbrechen gedrückt oder so. Ich finde, das ist auch verdreht. Annehmen gehört immer auf die rechte Seite, nicht auf die linke. Aber auf jeden Fall. Hier, ausladen. Damit das Kautschuk hier ankommt. Genau. Und jetzt. Schiff ist eingestellt. Annehmen. So, jetzt haut das, ne? Nicht? Doch. Dann sorgen. Jetzt müsste er losfahren. Tut er auch? Alles bereit. Da wir ja gerade Frieden und so sehen, zumindest aktuell, geht das alles. So, das andere Schiff müsste auch wieder dahin gekutschert sein. Hier ist es auch. Auf Ihren Befehl. Den Eimer hierhin. Geht aktuell nicht mehr rein. Nicht schlimm.
bauen wir erstmal, ich glaube, das wäre das Wichtigste, den Pendlerkai. Ich glaube zwar nicht, dass ich ihn bauen kann, aber ich probiere es mal. Über wird das übelst teuer? Doch, ich kann ihn bauen. So, wahrscheinlich muss ich mit dem Weg verbinden. Jetzt will ich erstmal gucken, wie das überhaupt funktioniert mit dem Leute hier rüberkriegen. So, insgesamt. Bauernarbeitskraft, das ist. Aber da, klar, das ist das, was ich auf meiner Hauptinsel habe, ne? Und Ingenieure auf dieser Insel? Null. Das ist klar. Das ist klar. Wenn ich hier jetzt. Dafür brauche ich, glaube ich, Bauern. Die Schweinezucht aufbau. Schweinezucht, das war, glaube ich. Ne, das müsste Arbeiter sein. Ich wollte ja 5 bis 6 Stück, damit ich ein bisschen Überschuss habe. Oh Mann, bin ich übelst im Minus gerade? Das ändert sich aber gleich. Die brauchen Bauern und die brauchen schon Arbeiter. Gut, wenn ich beides rüberschicke, baue das Ganze erstmal auf. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, warte mal. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ihre Majestät wird erfreut sein. Oh, danke, danke, danke. So, kann man das irgendwie so aufbauen, dass es ein bisschen ordentlicher aussieht? Den dahin, den dahin. Wie brauche ich denn? 5, ne? Oh, es geht doch, ne? So und so. Einmal so rum. Ja, das müsste gehen. So, mach den mal zu. Kopieren. So, 2, 3, 4, 5. Ja, vielleicht hier noch einen 6. Hier dann auch mal so einen Weg lang ziehen. Geht das schon deutlich schneller. So, klar, das wird jetzt gerade übelst teuer, aber wie gesagt, das kommt bei mir auf der Insel dafür weg nachher. Und dafür bräuchte ich einen aus 6, ne? Und die brauchen schon Arbeiter. 1, 2, 3, 4, 5. Und da geht mir schon irgendwas aus. Was denn? Holz, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Holz! Okay, auf jeden Fall baue ich gleich. Du einmal zu. Ich hoffe, ich kriege dort wieder ins Plus, wenn ich das alles nachher ein bisschen optimiert habe. So, auf jeden Fall brauchen wir dann auch noch ein Lagerhaus. Und das Lagerhaus, da brauche ich wahrscheinlich 2. Das wird, eins wird hier übelst überlastet sein. Okay, eins hierhin. Da fehlt auch Holz. Ich brauche auf jeden Fall Holz. Und eins hierhin, würde ich sagen. So, warte mal, denn das ist wieder unsymmetrisch. Zieh ich einmal hier lang. Und einmal hier lang, würde ich sagen. So, und das Ganze muss natürlich auch verbunden werden. Hier ran. Okay, dann zieh ich hier noch einmal lang, damit sie verbunden sind. So, jetzt fehlen hier natürlich Arbeiter. Ich schicke gleich definitiv nochmal Leute rüber. Aus irgendeinem Grund haben wir, wahrscheinlich durch die Anteile, die ich übernommen habe, genug Arbeiter, aber nicht genug Bauern. Oh, das kriegen wir hin. Jetzt will ich mal was gucken. Wenn ich jetzt 17 Bauern rüberschicke, geht das? Pendlerbewegung? Oder geht das automatisch? Ruht euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Reise. Auf dieser Insel sind gerade 63 Bauern. 100 davon, das geht automatisch, ne? Bloß, lass mich raten, ich habe nicht genug auf der Hauptinsel. Ja, okay. Das geht automatisch. Ich muss hier bloß genug. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich muss ja auch erstmal rausfinden, wie es funktioniert. Bereit für den Einsatz. So, die Stallträger kannst du gerne hier lassen. Wir holen noch einmal Holz. Ich will hier jetzt nicht unbedingt noch eine Holzfällerhütte bauen. Das kostet alles unnötig Geld. Setz die Segel. So. Und dann muss ich hier erstmal nochmal ganz schnell ein paar Bauernhäuser bauen. Das ist ja nicht viel. Und dann können wir das hier nachher weg. Wohl, das stört mich halt gerade so ein bisschen beim Ausbreiten, ne? Ja, nicht viel. Warte mal, so geht das nicht, so geht das nicht. Hier soll ja noch ein Weg durch. Einmal, zack. Hier so rüber, geht noch einer? Jo. Hier sollen ja noch was... Ah, gut, ich baue erstmal die Straßen. So, und der hier so vorbei. Hier soll halt noch was anderes hin. Reicht, glaube ich, nicht ganz, oder? Das Leben ist in Ordnung. Ja, gut, die müssten eigentlich... Das kommt doch alles noch, aber was meckert die hier rum? Umweltverschmutzung. Ja, da sind wir dran.
dass wir das hier runterkriegen von der Insel. Okay, auf jeden Fall sind wir gerade übelst im Minus. Aber das kommt alles noch. Das kommt noch. So, Kautschuk müsste auf jeden Fall schon mal hergeliefert werden. Hier fehlt eigentlich nur Holz. Und jetzt fehlen hier nur noch 7 Arbeiter. Das hängt durch die Pendlerkais alles zusammen. Also rein theoretisch. Kann ich jetzt natürlich nicht sofort machen, dann rutsche ich noch weiter ins Minus. Könnte ich auf jeder anderen Insel, also auf meiner Hauptinsel, die Bewohner entfernen und es über die Pendlerkais machen. Aber da muss ich erstmal das benötigte Geld reinkriegen. Das heißt, ich muss hier massig ausbauen. Dafür muss das erstmal weg. Es kommen auf jeden Fall gleich, sobald das andere steht und rübergeliefert wird. Hier, diese Schweinezuchten weg, diese 2. Genauso wie hier die Metzgerei wegkommen. Und die auch. Und das hier unten kommt auch weg. So, Vasenmeisterei werde ich wahrscheinlich auch drüben noch mit hinzimmern. Dass wir hier wirklich Platz kriegen. Das ist wegkriegen. Geht nicht anders. So, aber eins nach dem anderen. Erstens. Hier dümpelt immer noch mein Schiff rum. Achtung, Admiral anwesend. Aufgaben-Item. Ich soll das irgendwo hinbringen. Oh Mann, ich habe die Zeit komplett vergessen. Dahin. Sind unterwegs. Ich dachte, die Quest wäre fertig. Okay, oder schaffen wir schon noch? So, mein Schiff ist noch nicht da. Das müsste aber auch nicht gleich hier mal ein. Da ist es, ne? Ein neuer Auftrag? Ja. Einmal ein bisschen Holz rüberbringen. Na, guck mal, jetzt sind wir auch wieder im Plus. So kann ich quasi alle verbinden. Das sollte man erstmal wissen. Das wusste ich partout nicht, dass ich rein theoretisch gar nicht überall aufbauen muss. Aber gut. Wird halt übelst teuer mit den Dingern, ne? So, ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz. Hier, nehmen wir 2 mit. Den kannst du das Tor wieder rüberbringen. Da ich aktuell nichts vom Krieg bin, brauche ich es nicht um den Kanon bauen. Ja, guck, da haben wir ihn schon mit Arbeit darüber gebracht. Sehr schön. Also hier arbeiten zumindest aktuell genug. Dann bauen wir das noch auf. Dann dürfte hier jede Menge Wurst um die Ecke kommen. Da wir da hinten nur 4 hatten, hier haben wir jetzt 6. Sollte es jetzt reichen. Und hier brauchen sie ja nichts. Das heißt, ich kann es rüberliefern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So soll das aber auch sein. Dorf fehlt Holz. Da haben wir, glaube ich, wie viel Wurst ist denn schon drin? Wurst. Wo ist die gute Wurst? 4 Tonnen. Naja, gut. Wie gesagt, das muss er jetzt mal. Und das hier reicht ja auch nicht mehr. Hier ist Wurst ja so ziemlich leer. Kriegen wir alles hin. Dem. Ich hoffe, dass mein Schiff, da habe ich so meine Zweifel, da noch rechtzeitig ankommt. Oh, das werden wir sehen. In ihren Städten gibt es Ruinen. What? Man sollte auch nicht vergessen, eine Straße zu bauen. Mein Fehler. Hier da oben kann ich gar nicht hinbauen, aber zumindest das eine Haus noch. Hier, ja, das bringt mir ja nichts. Ist ja nicht verbunden. Gut, der kann sowieso weg. Zerstören. Aber zumindest der geht. So, gut. Aber vielleicht schafft er es ja noch rechtzeitig. Schön wär's. Da tropft hier hoffentlich gleich mal an. Das ist schön mit dem Pendlerkai. Das gewusst hätte du. Aktuell ist ja alles im Plus. Sehr schön. Da kommen wir auch schon. Auf Ihren Befehl. Sehr schön, sehr schön. Ah, oh, es ist eine schöne Sache. So, Holz einladen. Dann bauen wir erstmal das hier auf. Genau wie die beiden Marktplätze. Jetzt reichen die Orbiter nicht mehr. Okay, kümmern wir uns gleich drum. Will einmal den aufrüsten. Wunderbar, das sollte reichen. Ich lasse den hier noch einen Moment produzieren, bevor ich das da drüben abbaue. So, aber da ist ja nicht das Problem. Nee, ich habe, naja, nicht so viele Bauern jetzt auch nicht, aber. So, erstmal die, würde ich sagen. Jetzt auch nicht so das mega Problem. Oh, einer geht noch. So, jetzt reichen die Arbeiter auch. Gerade eben, plus minus null. Ich werde hier noch gewaltig aufrüsten müssen. Kriegen wir aber hin. Das ermöglicht ganz neue Möglichkeiten. Wenn ich dort gehe, wo seht ihr? Auf über die arbeiten.
Die haben hier jetzt genug. Yep. Wurst müsste sich jetzt mit der Zeit ansammeln. Na gut, Schweine genauso. Wurst geht auch weiter. So, und ich denke mal, ich werde dann später, weil ich habe ja auch Handelsrouten, die zu Inseln, die bewohnt sind, zum Beispiel Schnaps oder so hinbringen, die fallen ja später weg, wenn ich ja die Bewohner wegnehme, das ist klar. Orbi. Alles bereit. Das ist die Steufe Berise. Nee, doch nicht. Krieg ich jetzt erstmal eine Handelsroute? So, die Steufe Berise, die soll auf jeden Fall von da oben, von La Conquille, eigentlich im Moment nichts weiter machen, als die Wurst einladen. So, ich gucken, ob sich da jetzt genug ansammelt mit der Zeit. Und natürlich auf Nordlichtausland, das ist klar. Damit ich es auf meiner Insel wegkriege. Wieso ein Teil der Schifffracht wird auf dieser Route nicht gehandelt? Was? Warum nicht? Laden. Entladen. War das jetzt, weil Pause war? Oder? Ja gut, das weiß ich, weil Stall voll ist. Ich muss das nach und nach alles optimieren. Wurst müsste eigentlich ohne Probleme funktionieren. Ein neuer Auftrag? Ah, ich weiß warum. Halt. Du das gleich wieder aufnehmen? Moment. Hier, das muss natürlich raus. So, jetzt dürfte es ohne Probleme gehen. Das Holz muss natürlich raus. So, den kann er hier nämlich losfahren. Erwarten neue Horizonte. Die Wurst schon mal rüberbringen. Ich muss das hier natürlich später vergrößern. Aber oder mäßig hau das hin. Alles klar. Ich denke mal, inzwischen haben wir auch Kautschuk gekriegt. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber gucken kann man ja mal. Gut. Viel zu viele Schiffe alles. Das soll man erstmal wissen, ne? Ne, Kautschuk haben wir nicht. Das wäre nicht wahr? Ja. Geht auch weiter. Überaus reizend. Nein. Vormschnittgarten. Sehr schön. Geld kann ich jetzt aber wirklich gebrauchen. Ich bin im Minus. Das soll Peter. Wo ist denn das gute Kautschuk? Da. Ne, kam aber auch noch nicht an. Alles klar. Kommt aber noch. So, Wurst wird geliefert. Das sollte funktionieren. So weit ist die Strecke nicht. Ist eine relativ kurze Strecke. Den werde ich hier schon mal entfernen. So, ich kriege die Sachen wieder. Ja, gut. Ich sollte mal auf Nummer sicher gehen. Das ist die Metzgerei. Alles klar. So, die kommt hier weg. Das ist auch eine Metzgerei. Die kommt weg. Zusammen mit den Silos brauchen wir nicht mehr. Oh, ist das auch Metzgerei? Ja. Und wir haben hier nur 4. Da drüben haben wir jetzt 6. Sollte gehen. So, und die kommt weg. Die kommt weg. So, auf jeden Fall sollten wir jetzt schon mal weniger Umweltverschmutzung haben. Ein Tiklet zumindest. Ah ja, okay. Öl-Raffinerie, ja, gut. Stallwerk, Hochofen, Kanongießerei und Kühlerei, ne? Und Unorte, Rasenmeisterei, Schweinezucht und Siederei. Ja, gut, aber das soll hier auch noch weg. Wir kriegen das schon wieder in Ordnung. Wie gesagt, Wurst wird geliefert, der hat keine Weidestrecke. Da kommt er schon mit Wurst. Ein neuer Auftrag? Ja. Das dürfte funktionieren. Wie viel hat er hier inzwischen wieder? Aber da haben wir auch jede Menge aktuell. Weil ich gerade weggerissen habe, ne? So, 17 Wurst hat er schon wieder. Das wird funktionieren. Alles klar. Dann bevor heute aber am Ende, dann würde ich sagen, kümmern wir uns am nächsten gleich um die Vasenmeisterei, dass wir das hier auch wegkriegen. Weil es muss, das muss. Und ich denke mal, Kleidung. Obwohl Kleidung verursacht keine Umweltverschmutzung. Muss später auch weg, aber es kann erstmal stimmen bleiben. Das ist Hopfen und so, ne? Ja. Das hier ist. Das muss als nächstes weg. Okay. Kriegen wir alles schon hin. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Morgen geht's ja weiter. Tschüssi.